Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurare, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind schon bei Let's Play Far Cry. Far Cry 4, liebe Patienten, haben in der letzten Folge einen Außenposten zerlegt. Jetzt gucken wir mal, wo hier schon wieder der Stress ist. Okay. Schön, dass du mir das zeigen willst. Ich zeig dir das auch gleich mal. Ich lass dich ausbluten! Hey, AJ. Ich hab noch ein Propagandazentrum gefunden. Ich schick dir die Koordinaten. Geh da hin und schalte es ohne Rücksicht auf Verluste aus. Ich werde dich ausweiten. Wollte ich schon immer mal sagen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das klingt okay. So Black Ops-mäßig, Mann. Sorry, ich weiß zwar, was ich lasse. So, auch erledigt. Hier ist Ravi Ray Rana und ich verabschiede mich. Moment, hoffe ich jedenfalls. Also schon, aber nicht auf Sendung. Ach, egal. Ich muss nur los. Sorry, AJ. Denk bitte nicht, ich sei ein Loser. Das bin ich nicht. So, und, So, Karma-Punkte. Nein, bloß nicht. Du bist alles looten. Kyra segne dich. Schön. Hier liegen sie rum. Tot sein. Ja, da würde ich recht haben. So. Was stellen wir denn mit der Zeit jetzt an? Okay, hier wäre der nächste Außenposten. Hier ist ein lustiges D. Sehr schwer. Okay, ich. Auge um Auge. Räche die das Volk von Kyra der Aufgabe Royal mit. Das klingt doch spannend. Es ist so viel zu tun momentan hier, das kommt ja nicht voran. Ich würde sagen, wir machen mal schnell eine Schnellreise dahin, weil da war noch eine Attentatsmission, auf die habe ich gerade ein bisschen Bock. Und da ist auch Pagans Rache unterwegs. Die sollten wir vielleicht auch mal wieder mal einen kleinen Besuch abstatten. Und ihr den Arsch aufreißen. So, Karma Level 2. War zu früh. Also, ja. So, Mission Attentat. Das nehmen wir doch mit. Bin verfügbar. Aufgabe sind wir verfügbar. Ja, du hast einen sehr guten Ruf. Du musst sehr diskret sein. Ich bin immer niemand sehr diskret. Wenn es geht, verstecke Sergeant Misras Leiche. Und nimm ihm seine Erkennungsmarken ab. Eins meiner leichten Aufgaben. Er hat sich in einem Lagerhaus verschanzt. Ich markiere es auf deiner Karte. Das ist Sei schön. Vorsichtig. So. Ich denke mal, in dem Fall wäre Pfeil und Bogen genau das richtige Werkzeug. Er ist da, wir sind dort. Das werden wir gleich ändern. Hallo, Elefantis. Dann gehen wir mal runter zum Lagerhaus. Genau, jetzt wieder Wortfindungsstörung als solches. Und gucken wir einfach nach, wie der Mann sich da verschanzt hat. Wie das Ganze aussieht. Hoffentlich gute Sicht. Okay. Ah, da sind ein paar Bauern unterwegs. Ich dachte schon, die gehören dazu. Nö, alles supi. Ich muss mal gucken, wie Pfeil und Bogen erhält haben. Oh, 50 Pfeile, Alter. Was willst du mehr? 50 Pfeile sind da mehr als ausreichend für solche Aktionen. Das einzige Schlimmste, was wieder passieren kann, dass wieder irgendwelche komischen Viecher. So, dann gucken wir uns das mal von hier an. Da steht schon einer rum. Dann wollen wir bloß den. War ja gesagt, im Lagerhaus. Dann gehen wir mal ins Lagerhaus. Ich mag ja solche Stealth-Missionen als solches. Ist ja so ähnlich Assassin's Creed-like. Da ist das Ganze viel spannender. Okay, da vorne ist auch einer. Aber von oben ins Lagerhaus müssen wir ja reinkommen. Die Frage, wie kommen wir zum Lagerhaus? Sollten uns mal vorsichtig hier bewegen. Momentan sehe ich nur zwei. Töte den Kommandanten, ohne bemerkt zu werden, und bestiehl ihn. So, da habe ich gerade gesehen, da ist noch einer unterwegs. Da ist auch einer unterwegs. Die Ansage war gewesen, im Lagerhaus. Dann sollten wir vielleicht auch als erstes mal ins Lagerhaus schauen. Und immer noch die Augen offen halten. Nicht, dass noch weitere Feinde auftauchen.
So, wir wechseln auf das eigentliche Ruhe-Equipment. Persönlich mag ich ja die Variante. Dass wir uns von oben. Ist bestimmt was dran. Die Rebellen kämpfen für Götter, die schon lange tot sind. Ja. Hey, wie war denn gestern das Match in der Arena? Okay, da reden ein paar Leute mehr als Gutes. Die Frage, ob der da schön bleibt, brav bleibt. Töten wir wahrscheinlich von hier aus gar kein Problem. Die Frage, ob wir den von hier aus dann auch sauber wegbekommen. Ich versuche es einfach damit, ob wir einen Takedown machen können und den dann von hinten wegziehen können. So, vorsichtig hier reinschleichen. Okay, da ist nämlich auch noch einer. So, legt die Leiche im Versch... Ich versuche mal, dass wir hier rauskommen aus der komischen Hütte, ja? So. Die Frage ist, wie kriegen wir die Leiche jetzt hier raus? Weil mit so einer Leiche im Gepäck kann man schlecht joggen gehen. Wenn der goldene Part ausgelöscht ist, dann kann Kyrat endlich in... Die haben noch nicht mal gemerkt, dass ihr Kommandant weg ist. Reden wir über was anderes. So, den ja mal hinter dem Steinchen wohl verstecken hier. Ja, das kriegen wir hin. Bonusziel auch erfüllt, Kommandant versteckt. Marke geklaut. Ich komme unbemerkt. Das sollten wir ja auch noch hinkriegen. Ah, komm, reicht das ja auch so? Ja, kommen wir die hoch. Müssen wir bloß aus der Zone noch rauskommen. So, alles geschafft. Attentat, Leiche versteckt, Bonus, alles supi. So, was stellen wir jetzt an? Okay, der Konvoi bewegt sich da. Die Frage, wie der lang fährt. Bewegt er sich weg oder hin? Er bewegt sich weg. Ja, unser Geldbeutel wieder fast leer. Der voll. Okay, der fährt da lang. Ah, Fähigkeitspunkte müssen wir auch noch verteilen. Das heißt hier, du kannst Sprengpfeilen, Brandpfeile und Haft-Upgrades für Sprengstoffe an der Händlerpost kaufen. Alles klar. Das nehmen wir noch mit. Brandpfeile finde ich supi. So, ich gucke mal rein, was wir eigentlich noch zur Herstellung brauchen. Hier brauchen wir ein paar Nashörner. Hier brauchen wir besonderes Vieh. Hier auch. Wie schaut es hier aus? Jackfelle. Hier brauchen wir noch Nebelgeparden. Das haben wir voll. Schneeleoparden. Braunbär. Alles klar. Kommt Fahrzeug entgegen. Ah ne, fährt weg. So. Wir sind jetzt da. Und könnten einfach mal... Die Frage, wo fährt er lang? Das würde mich schon mal interessieren, wo der lang fährt. Ja, schön für den Adler. Ich denke mal, wir sollten noch mal den Konvoi angreifen.
einfach, weil wir es können, als solches. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Jetzt kommt der Konvoi wirklich auf uns zu. Da ist eine Stellung, das ist super. Die Frau. Mal schauen, ob der hier überhaupt vorbeikommt. Jo, der sieht gut aus. Der wird bestimmt hier vorbeikommen. Jo. Langsam kommt er näher. Ich hoffe mal nicht, dass der da den großen Umweg da außen lang rumfährt. Wäre kacke, weil da müssen wir noch mehr warten. Aber sieht ganz anders aus. Es fährt er da oben lang. Das heißt, er kommt noch da. Was sogar besser ist, wenn er von da kommt, haben wir sogar eine bessere Sicht auf den zu feuern. Wollen wir vielleicht nochmal hier den hässlichen Splitter aus der Hand ziehen, weil er sieht kacke aus. Warten wir, bis der Konvoi ankommt. Und dann wird der eins so dermaßen übergebrutzelt kriegen. Okay, schön, dass du dann da bist. Eins geht da weiter. Wir werden natürlich warten, bis er dicht genug dran ist. Wir werden ihn nicht gleich da oben attackieren, weil das ist Quatsch. Eher so hier vielleicht. So volle drauf. Ich würde sagen, das war der Konvoi. Kurz und schmerzlos. Und da rieselt die Kohle schon wieder rein. Ja. Einmal Konvoi weniger. So sollten wir das immer machen. Oh, einmal schön durchsuchen, befummeln, sexuelle Kontakte mit Leichen. Ja, Adler, du mich auch. Und Fahrzeug? Alter, ein Minibus. Es ist echt schlimm hier, was hier so an Fahrzeuge rumfährt. Da weiß ich ja nicht, will ich das jetzt töten? Will ich das nicht töten? Oder will ich das einfach nur... Drecksvieh. Na, ist der Drecksvieh runtergefallen. So, ja, mal den hier ausweiden. So, dann hier auch nochmal ausnehmen. Oh. So viel Zeugs, ja, kannst ja weiß sagen, wo du anfangen sollst. Also die Propagandafahrzeuge lassen wir lieber mal sein, weil die sind kacke. Und hier liegt ein gelandeter Adler. Wenn das ein geiles Bild ist, so Kopf über in der Erde stecken. Oh. Gibt es hier noch was zu holen? Außer Blümchen. Wir mal gucken, ob wir ein paar Blümchen wieder mitnehmen. So, einmal hier Blümchen pflücken. Kann nicht schaden, weil wir ein bisschen was dabei haben. Ah, grüne Blätter, davon sollte man vielleicht viele sammeln. Lese ich gerade, weil das könnte helfen beim Heilen. Oh, und hier kommen wir vielleicht hoch. Okay. Einmal kurz das E wieder. Oh, rauf damit. Ersparen wir uns das große Rumgerennen. So, ich will noch schnell. Ich will noch schnell in den Außenposten, wollte ich jetzt sagen.
Einfach damit wir. Damit wir uns da nochmal munitionstechnisch versorgen können. Wir brauchen Hilfe, ich wiederhole. Weitere goldene Pfadsoldaten werden gebraucht. Unser Außenposten wird angegriffen. Okay. Ich brauche dringend Verstärkung. Gibt's nochmal spannende Action zum Schluss? Wirst du ja nichts mehr mit Angriff, oder wie sehe ich das gerade falsch? Okay. Antreiber zurück. So, die fallen um. Noch mehr. Eigentlich wollte ich jetzt hier gerade Feierabend machen, aber ist auch nicht. So viel zu dem Thema. Jetzt ist aber wirklich Feierabend. Wir sind durch für heute. Haben sogar noch unseren Außenposten gerettet. Niemand schießt da. Ich gehe jetzt hier rein. Und dann könnt ihr da draußen Kriegsspiel wieder ohne Ende. Ich mache jetzt die Abmoderation, denn das war's heute mit Let's Play Far Cry. Wir gucken nochmal kurz in die Fortschrittsgeschichte rein. Brauchen wir über. Oh, das können wir mitnehmen. Ach, was soll. Am Ende haben wir sowieso fast alles. Von daher, Puppe. So. Also, beim nächsten Mal geht's hier dann weiter mit Let's Play Far Cry. Fette Action heute gehabt, Konvoi zerlegt, aus Boss gesichert, also was will man denn mehr? So, wer Spaß daran hatte, gibt mir einen Daumen nach oben, netten Kommentar, darüber freue ich mich sehr und ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.